Endlich hat Markus Metz sein Paradies gefunden. Einen Ort, an dem er seine Kreativität ausleben kann. 2014 war er von Wiesbaden nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Er ist kein Unbekannter, dennoch ist es hier in Altenhagen ein Neuanfang für ihn nach einigen tragischen Erlebnissen. Es gab eine etwas schwierige Vorgeschichte, bei der meine Kunstwerke vernichtet wurden, mehr oder weniger mit Absicht. Und was mich in Schwierigkeiten gebracht hat, auch schwere Depressionen. Also ich bin dadurch auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten und war im Gedanken, denk so nach, ja, wie könnte man jetzt zu Geld kommen, was mache ich jetzt weiter künstlerisch? Und denk so, bin mit dem Thema beschäftigt und guck so vor mir auf den Boden und da lag genau vor mir ein plattgefahrener Kronkorken, der aussah wie ein Geldstück. Und ich heb den auf und denk so, naja gut, das ist ja eigentlich Geld. Seitdem lassen ihn die Kronkorken nicht mehr los. Und wer Markus Metz in seinem naturbelassenen Garten besucht, ist erstaunt, was für schöne Schmuckstücke aus dem vermeintlichen Müll entstanden sind. Mit der Wertstoffverschwendung in unserer Gesellschaft kam Metz noch nie zurecht, ebenso wenig mit bürokratischen Vorschriften. Vor allem das hat ihm immer wieder Ärger eingehandelt. Die Kronkorkenschmiede habe ihm auch geholfen, Erlebtes zu verarbeiten, sagt er. Mit jedem Schlag ging es ihm ein Stück besser. Die werden erstmal platt gehauen. Gut, je nachdem, was draus werden soll, dann auch gebogen, gelocht, geschliffen, mit der Zange nochmal verformt. Ich habe verschiedene Arten, die dann letztendlich zum Schmuckstück zu machen. Entweder bemale ich die direkt oder entwerfe am Computer Motive, meistens Mandalas, druck die aus und dann, gut, jetzt das ganze Betriebsgeheimnis möchte ich jetzt nicht verraten, aber dann kommen diese Bildchen auf den Kronkorken. Doch das Kronkorken-Upcycling-Projekt ist längst nicht alles. Markus Metz, der sich eigentlich als Aktions- und Installationskünstler versteht, hat noch viele Pläne. Zum Beispiel für den Tanzsaal in Altenhagen, im einstigen Dorfzentrum, in dem er heute sein Atelier hat. Dieser soll reaktiviert werden. Ein Upcycling des Gebäudes sozusagen. Schon immer hat Markus Metz von einem interaktiven Atelier geträumt. Er hofft, dass hier vieles besser läuft, als das in der Vergangenheit der Fall war. Dabei begann alles vielversprechend auf der Documenta 2002. Mit einem Schultischprojekt sorgte er dort für Aufsehen. Das Museum of Modern Art in New York kaufte sogar 10 seiner Schultische. In seiner Heimatstadt Wiesbaden wollte er an diesen Erfolg anknüpfen. Ich hatte dann in Wiesbaden mich in den Kunstsommer eingemischt. Ich versuche immer, die Leute interaktiv in die Kunst mit einzubeziehen, was ja auch bei diesen Schultischen der Fall ist. Praktisch Installationen zu machen, wo dann im Endeffekt automatisch aus der Interaktion dann wieder Kunstwerke entstehen. Und das hatte ich dann damals in Wiesbaden auf dem Kunstsommer gemacht. Kam auch super an, genauso wie auf der Documenta, nur die Stadtverwaltung Wiesbaden, das Kulturamt Wiesbaden war davon nicht sehr begeistert, weil ich denen im Endeffekt die ganze Show gestohlen hatte und hatte dann wegen 2 falschen Zeitungsberichten dann Ärger mit der Stadtverwaltung bekommen. Dann wurden meine Kunstwerke vernichtet. Ich hatte 7 Jahre Rechtsstreit mit der Stadt. Seine Kunstwerke waren Schrott. Jetzt macht er aus Schrott Kunst. Und was etwas chaotisch erscheint, ist ein herrlich verrückter Ort voll kreativer Ideen. Hier im ehemaligen Tanzsaal soll es einmal Workshops und andere Veranstaltungen geben. Auch ungewöhnliche Töne werden hier erklingen. I don't care what you think of.
hier wurde früher auch getanzt und ich habe eine ganze Reihe eigenartiger, seltsamer Musikinstrumente gebaut und die sollen dann auch hier gespielt werden. Also entweder von mir oder auch von Gastkünstlern. Und ja, das ist jetzt in Vorbereitung. Also da arbeite ich noch dran. Hier wird die Bühne noch weiter, hier werden noch Lichteffekte und alles halt so mit der Zeit eingebaut und dann kann es losgehen. Metz ist froh, dass ihm ein Mäzen aus Mecklenburg-Vorpommerns Landesverwaltung hier Türen geöffnet und ihm die Chance gegeben hat, seine Projekte fortzuführen. Die Kronkorkenschmuckstücke finden inzwischen viele Abnehmer. Und wer die Kunstwerke selbst in Augenschein nehmen will, der ist immer samstags bei Markus Metz in der Dorfstraße in Altenhagen willkommen. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause.